Der Nutzungsdruck im Lennebergwald ist ziemlich hoch. Wir haben ganz viele verschiedene Nutzungsarten. Das geht von dem normalen Fußgänger über Jogger, Fahrradfahrer mit normalen Fahrrädern, mit Mountainbikes, Reiter, die sich auch teilweise ein bisschen ins Gehege kommen. Sonntags, muss ich sagen, wird es schon ziemlich voll. Und da wird schon, sage ich jetzt mal, kommt er schon langsam an die Grenzen, ja. Also am Wochenende muss ich schon sagen, dass es viel mehr geworden ist, weil sehr viele Jogger hier laufen. Die haben zwar ihre Strecke, aber die laufen auch den Hauptweg hier. Und dann gehe ich immer so ein bisschen seitlich den Weg davon, dass ich den aus den Füßen gehe. In der Woche kann man wunderbar auch, da begegnet man vielleicht 5, 6 Leuten auf 7 Kilometer. Und es ist eigentlich nach wie vor ein wunderbarer Wald und gut zu nutzen für mich als Nordic Walkerin. Er wird vielleicht saisonal ein bisschen voller, ja. Also so nach dem Jahreswechsel sieht man unheimlich viele Leute mit guten Vorsätzen, die dann zusätzliche neue Gesichter im Wald, ja. Aber nach ein paar Wochen flacht es wieder ab und dann sind es dann doch immer wieder nur dieselben, die man sieht. Das letzte Mal ist mir aufgefallen, dass es viele Radfahrer gab. Und dass man schon dann aufpassen muss, wenn jemand schnell mit dem Fahrrad unterwegs ist, dass man sich da nicht in die Quere kommt, ja. Also der Wald stößt sehr an seine Grenzen, weil diese vielen Nutzungen, die hier im Wald stattfinden, er gerade so aufnehmen kann und die Konflikte gerade so noch zu managen sind. Da gibt es immer mal wieder Anfragen, sei es jetzt Orientierungslauf, Geocaching oder auch Segway-Fahren im Wald. Also wenn das jetzt noch dazu kommt, dann ist der Wald wirklich überlastet oder auch die Menschen, die sich in ihm erholen wollen und auch ruhig erholen wollen.